O Romeo, Romeo, warum bist du nur Romeo? Verleugne deinen Vater und entsage deinem Namen. Oder wenn du das nicht willst, so schwöre mir nur ewige Liebe und ich will keine Capulet mehr sein. Das ist Sehnsucht. Mehrere von euch haben Sehnsucht mir gegenüber als unübersetzbares Wort erwähnt. Heute möchte ich dir erklären, was Sehnsucht genau heißt. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Abstraktes Grammatikwissen und auswendig gelernte Regeln helfen dir nur bis zu einem gewissen Grad. Dieses Wissen kann dir dabei helfen, dich selbst zu überprüfen. Wenn du Deutsch sprichst oder Deutsch schreibst, dann kannst du mit deinem Grammatikwissen und deinen auswendig gelernten Regeln diesen Text überprüfen. Allerdings ist das Problem, dass dir die Sätze nicht gleich von vornherein so ins Gehirn kommen. Ja? Wenn du ganz viel Deutsch erwirbst, das heißt, indem du ganz viel Deutsch liest und hörst, dann hast du den Vorteil, dass dir die deutschen Sätze automatisch korrekt oder weitestgehend korrekt in den Kopf kommen. Sehnsucht heißt Begehren, Drang, Verlangen, Wunsch. Man hat Sehnsucht, wenn man etwas sehr gerne haben möchte, es aber unerreichbar scheint. Die Gebrüder Grimm definierten Sehnsucht als Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Manchmal ist der Wunsch auch nicht ganz klar. Man weiß nicht direkt, was man braucht. Oft ist Liebessehnsucht gemeint, aber man kann sich nach allem Möglichen sehnen, Freiheit, Friede, Natur, Stille, Wärme, Zuneigung. Sehnsucht kann zum Beispiel Heimweh sein. Wenn man sich nach der Heimat sehnt, sagt man auch Heimweh. Wenn man zu lange in einem fremden Land war, dann bekommt man Heimweh. Man sehnt sich danach, wieder dort zu sein, wo alles vertraut ist. Andersrum kann man aber auch Sehnsucht nach der Ferne haben. Sehnsucht kann auch Fernweh sein. Wenn ich mich danach sehne, auf Reisen zu gehen, habe ich Fernweh. Und wenn ich mich nach meinem oder meiner Liebsten sehne, dann habe ich Liebeskummer. Hier wird deutlich, dass Sehnsucht auch ein schmerzliches Gefühl sein kann. Man hat Kummer, wenn man sich Sorgen macht oder traurig ist. Und wenn ich mich sehr nach meiner Liebsten sehne, dann habe ich Liebeskummer. Sehnsucht wird ins Englische übersetzt mit desire, longing, yearning, aspiration, wishfulness. Aber ich denke, es ist so viel mehr. Sehnsucht ist ein starker Wunsch oder ein starkes Bedürfnis. Manchmal ist der Wunsch
undefiniert. Der Wunsch scheint unerfüllbar oder die Erfüllung des Wunsches findet sich in weiter Ferne. Oft ist Sehnsucht verbunden mit Traurigkeit oder Sorge. Wenn ich das Wort Sehnsucht mit einer theatralischen Geste ausdrücken müsste, würde ich das so machen. Sehnsucht. Diese Geste ist Sehnsucht. Ja, so würde man das im Theater darstellen. Sehnsucht. Ja, die Hand in die Ferne. Ich schaue in die Ferne. Ich sehne mich nach etwas. Ja, das ist Sehnsucht. Ich hoffe, du hast jetzt ein neues Wort gelernt und dieses Wort auch größtenteils verstanden, obwohl es wirklich sehr, sehr unübersetzbar scheint. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, du sehnst dich danach, besser Deutsch zu sprechen, und deshalb hoffe ich, dass dir dieses Video geholfen hat. Tschüss!